Es ist wieder soweit. Jubiläum. Der Kanal ist jetzt endlich auch 3 Jahre alt geworden. Eine ganz schöne Menge an Zeit ist vergangen. Richtig schöne Zeit, wie ich auch finde. Und wie immer gibt es bei einem Jubiläum ein Best-of von meinen Fails aus dem letzten Jahr. Und wie immer wünsche ich euch dabei viel Spaß. Und ihr merkt schon, geht von selber auch aus. Also man macht da nicht die ganze Zeit, sondern der geht auch von selber aus. Ich zeige euch das noch einmal. Am besten wäre es, ihr hättet eine Kettensäge. Dann könnt ihr das Ganze einfach einmal mit der Kettensäge ganz grob machen und die Feinheit mit einem Handhobel und dann noch den Rest mit der Fräse. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ansonsten schauen wir mal. Sonst machen wir hier noch was drunter irgendwie, dass wir es erhöhen. Wir kriegen ja schon irgendwie hin. Also, los geht's. Ja, mach trotzdem ein bisschen noch. Ha! Wie viel ist denn da jetzt? 2 cm noch. Was? 2 cm müssen wir abtragen. So wie ihr seht, das ging gerade wirklich 0,0%. Ich weiß nicht, wie man das braucht, aber wenn man mehr Aufmerksamkeit braucht, kann man die Tasten auch hier 2-mal drücken und dann blinkt die Leuchte so verrückt. Und die letzten zu bedienenden Elemente befinden sich noch hier. Hier haben wir dann einmal den Ein- und Ausschalter, wo man das Gerät ein- und ausschalten kann. Leute, spart euch die Gedanken. Nee. Oder was heißt hier bauen? Wir werden was ganz Simples bauen. Nee. Und so seht ihr, haben wir jetzt wunderbar auch noch schön grünes Zeug drauf, so Tannengedöne. Ich weiß auch nicht genau, wie man das nennt. Also von der Tanne. Schöne Tannenäste oder wie auch immer. Genau, genau. Da müssen wir einfach hier, also das Karton muss einfach diese Luschi hier. Also das Karton muss einfach diese Luschi hier. Ha! Gay! Ja. Das ist nur noch die Frage, ab wann die untere Leiste anfängt. Zu ihr müsste doch eigentlich passen, oder? Was sagt er? Was? 13? Ja, 13 ist noch geiler. Machen wir 13. So, und was meint ihr jetzt hier oben noch? Wie viel Abstand machen wir hier oben? Ich höre Vorschläge. Hallo. Ihr sagt doch mal eben jetzt einen Wert. Was? 1,7. Das ist eine gute Idee. Machen wir. Top. Wir schrauben Kloppi einfach rein. Ha! Oh mein Gott, ey. Aua. Das Ganze habe ich gerade mal bei 5 Stücken gemacht. Und in die Löcher müssen wir jetzt einfach noch Löcher bohren. Hä? Hast du das hier neu gezogen? Ja, ja. Das sehe ich gerade. Das war auch nicht der Grund. Ich habe einfach nur wegen dem Licht gemacht, weil hier war ja keine Lampe. Ach so, davor. Hast du ja auch gemacht. Bevor wir jetzt aber allerdings anfangen können, das ganze Material erstmal auf die passende Höhe der Schubladen zu sägen, müssen wir ein bisschen Nachdenksport machen. Ich möchte gerne hier 3 Schubladen reinmachen. Ich habe auch ein paar, die Schubladen. Junge, das ist ja mal ein Gelaber, ey. Aber da habe ich mir echt eine halbe Stunde den Kopf zerbrochen. Und dann säge ich rückwärts und fange also hier an und gehe nach hinten. Das mache ich deshalb, somit kann man auch die Ausrisse vermeiden. Aber was macht ihr denn hier? Junge, hier ist ein Chaos. Guckt euch das doch mal an. Dass man halt hier wirklich super greifen kann. Und ich habe jetzt, so schlau wie ich bin, eine richtig schöne Idee. Und die weiteren Aufgaben, und weitere Aufgaben, wie beispielsweise den und weitere Aufgaben. Wir haben jetzt eine Luftwackern. So, dann kommt der zweite noch. Oh
Eigentlich müsste der passen. Ich nehme mal einen 10,5er Bohrer, dass wir die Schraube da nicht richtig reinquetschen müssen, damit die ganz locker da fluffig reinpasst. Oder? Wobei, ich finde das eigentlich doch gar nicht so ganz clever. Ich mache mal einen 10er Bohrer, taste mich mal ran und wenn ich dann merke, dass es gar nicht passt, dann machen wir nochmal mit einem 10,5er vor, weil wenn wir, glaube ich, jetzt genau passend machen, dann haben wir, glaube ich, weniger Spiel. Deshalb, wir machen doch mal mit einem 10er. Hey, Herr Nico, gar kein Plan wieder. Ich habe gerade einen verdammten Fehler gemacht. Und zwar haben wir ja schon die ganzen Löcher hier, die 10er Löcher vorgebohrt. Das Problem ist jetzt aber, dass ich jetzt für den Forstnerbohrer gar keine Zentrierung mehr habe. Wir haben hier die Spitze, die eigentlich aufs Holz kommt, damit das der Forstnerbohrer nicht verrutscht. Allerdings habe ich die jetzt natürlich nicht mehr, wenn ich jetzt hier das Loch erweitern will. Das war natürlich jetzt wieder übelst clever von mir. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir das ganz einfach lösen können. Ich kann es gar nicht so richtig glauben, dass der Kanal jetzt schon 3 Jahre alt geworden ist. Eine ganz schöne Menge an Zeit, in der auch sehr viel passiert ist. Und wie immer kann ich mich bei euch nur vielmals bedanken für alles. Für die Aufrufe, für die Likes, für die Abonnenten. Wir haben jetzt beispielsweise schon 1400 Abonnenten vor kurzem jetzt geknackt. Echter Knaller, ich freue mich vom Herzen. Überleg mal, letztes Jahr habe ich noch die 500 Abonnenten gefeiert. Also mittlerweile läuft es hier richtig doll und auch die Videos kommen bei euch richtig gut an. Ihr werdet allerdings bemerkt haben, dass mein Kanal in der letzten Zeit relativ inaktiv geworden ist. Und das tut mir wirklich leid, hat allerdings folgenden Grund. Ich bin dieses Jahr in die 10. Klasse gekommen, deshalb werde ich logischerweise nächstes Jahr hoffentlich einen Abschluss haben in der Schule. Und ich weiß natürlich jetzt auch, dass es in der 10. Klasse jetzt auch ein bisschen um die Wurst geht und ich vor allem jetzt auch einen schönen Abschluss haben möchte. Und ich muss schon echt sagen, es ist relativ schwer, YouTube mit der Schule zu kombinieren. Auch gerade, weil das Hobby, was ich hier mache, relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Es dauert relativ lange, ein Video zu produzieren, da das Projekt ja auch relativ lange meistens dauert. Und ein Video zu schneiden, hör mir auf, ey. Unfassbar lange, was ich da an Zeit in reinstecke. Und normalerweise ist ja auch Sonntag meine Sendezeit. Und das wird auf jeden Fall auch so bleiben. Also wenn ein Video kommt, dann am Sonntag. Allerdings kann ich mir nicht mehr versprechen, dass das regelmäßig kommt. Und ich möchte nicht einfach irgendwelchen Content rausschmeißen, der einfach keine Qualität hat. Mein Content möchte ich gerne sehr hochwertig weiterhin halten. Und deshalb hoffe ich, dass es für euch okay ist, wenn ich versuche, dann nur Videos rauszubringen, wenn ich auch mit der Videoqualität und mit dem Content zufrieden bin. Ich kann mich auf jeden Fall wieder nur mal bedanken bei euch für dieses tolle Jahr. Es war sehr schön und hoffe, dass wir weitere tolle Jahre zusammen haben werden. Alles klar, Freunde. Sitzung ist beendet. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Kiss.